Der alte Gasometer in Zwickau ist nicht nur ein bekannter Veranstaltungsort, sondern auch Sitz des Koordinierungsbüros des Bündnis für Demokratie und Toleranz. Und dort, am Ort der Vielfalt, hängt jetzt ein neues Schild. Denn die Tage der Demokratie gibt es in Zwickau nicht erst seit gestern. Die Demokratietage finden in jedem Jahr statt, im April. Und die Eröffnungsveranstaltung demzufolge dann auch in jedem Jahr im April. Und deswegen hat sich das ganz gut kombiniert mit der Respekt-Initiative. Und das schon seit 10 Jahren. Für die Stadt Zwickau sind die Tage ein wichtiger Termin im Jahresveranstaltungskalender, sind aufwendig und bedürfen umfangreicher Vorbereitungen. Es sind über 40 Veranstaltungen, die organisiert werden. Sehr viele für Jugendliche, für Kinder, in Schulen und für Schulen. Filme werden gezeigt, die diesem Thema auch gewidmet sind. Ausstellungen laufen, es sind Diskussionsrunden. Andrea Dombua, Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, und Landrat Dr. Christoph Scheurer sprachen Grußworte zur Eröffnung, bevor die Respektinitiative von der eigens angereisten Schirmfrau Sandra Minnert vorgestellt wurde. Die festliche Untermalung übernahm Daniel Seidel, der sich in seinen Texten gerade auch mit dem Thema Respekt und Toleranz auseinandersetzt. Naturgemäß richten sich die Texte des 21-Jährigen eher an ein jüngeres Publikum. Gerade wenn Zwickau sich da ein bisschen etabliert in dem Thema, ist es einfach auch gut, wenn das auch musikalisch mit untermalt wird, wenn ein paar junge Leute da waren. Und nicht nur die, sondern alle waren gekommen, darunter sogar Olympiasieger. Und ich denke, heute war wirklich ein toller Auftakt, eine tolle Eröffnung. Ich werde auch bei einigen anderen Veranstaltungen dieser in der nächsten Woche dabei sein. Er und viele andere auch, denn Zwickau, die schöne Stadt an der Mulde, wird weiter Stellung beziehen in Sachen Respekt.